Fahrräder bitte vorne einsteigen. Ja, beim 648 hier, also bei dem Fahrzeug, gibt es nur zwei Einstiegstüren auf einer Seite. Und jetzt in dem Fall hinten an der Tür ist das behindertengerechte WC bzw. halt der Platz für Rollstuhlfahrer. Und da passen keine Fahrräder hin. Und es ist halt sehr eng und dann sind die Wege nicht frei. Und hier vorne gibt es ein großes Mehrzweckabteil. Also wo praktisch ja, Fahrräder, Kinderwagen, alles hin kann. Und es steht aber eigentlich draußen noch dran, das ist ein Fahrradsymbol aufgemalt, aber. Tür freigeben. Acht Minuten Verspätung und die stellen sich in die Tür rein. Ey. So, hier gibt es so eine Uhr und auf meinem Plan steht drauf, was ich da einstellen muss. 15.30 Uhr. Das kann ich jetzt vorstellen auf 15.30 Uhr und das ist dann sozusagen das Vorheizgerät. Um es mal für Leute zu erklären, die mit der Bahn nichts zu tun haben. Gerade im Winter wird dann der Zug bis um diese Uhrzeit, die ich hier einstelle, vorgeheizt. So. Umbau vom Regiowerk, also das heißt Umbau, Verlängerung, sage ich mal, ist auch im vollen Gange, weil wir neue Züge bekommen und also für den Franken-Thüringen-Express und die sind zu lang für die jetzige Werkstatthalle, weshalb manche Gleise verlängert werden. Man sieht gut. Es ist Freitagabend, da ist natürlich jetzt nichts mehr los. Oh! Sag mal. So.
drin. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen in der RB 11 nach Cadolzburg über Zirndorf. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ach komm. Nächste Station, Fürth, Westvorstadt. Der hintere ganz fort. Naja, dann schau ich mal am Frack.